Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dishonored 2. Erinnert ihr euch noch, was ich beim letzten Mal gesagt habe, von wegen ich bin das Dämlichste, was rumläuft? Ja, ich habe nochmal ein bisschen mich hier umgeschaut und ich kann bestätigen, dass ich das Dämlichste bin, was rumläuft. Denn ich habe hier mich überall umgeschaut. Ich habe versucht, da durchzukommen, durch diese Wand, die eigentlich undurchdringbar ist. Und alles. Alles hat nichts gebracht, bis ich dann drauf gekommen bin, was ich noch nicht probiert habe. Und ich habe jetzt geladen, deswegen geht das wieder. Und zwar, ich habe hier nicht probiert, mir einen Schlüssel zu snacken. Moment, habe ich jetzt überhaupt geladen? Moment, habe ich jetzt geladen oder habe ich einfach nur... Nee, ich habe nicht geladen. Okay, ich bin wirklich das Dämlichste, das rumläuft. Ich habe nicht geladen. Und zwar, man kann hier dem Nebenstraßenschlüssel, dem Typen, entfernen. Das war nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht war. Ich denke, weil ich den einfach ausgeschalten habe und nicht den noch irgendwo hingetragen habe. Aber wir können jetzt auf jeden Fall durch die Nebenstraße, was sehr positiv ist. Ist jetzt noch irgendwo jemand... Ich hoffe nicht, sicherheitshalber. Einfach aus Sicherheitsgründen werde ich dich jetzt da mal wegtragen. Und man sollte vor allen Dingen diese Elite-Gardisten immer looten, wenn es funktioniert. So. Dann schauen wir nochmal, ihr Wichser da hinten. Jetzt werde ich euch einfach umgehen, beziehungsweise ich werde euch von der anderen Seite platt machen, wo ihr nicht seht, dass die Lichtwand irgendwie korrumpiert ist. Und zwar können wir jetzt hier aufschließen. So. Gut. Dann schauen wir jetzt doch mal. Ratten. Windows Anwesen. Oh, ja. Ja. Nicht so prickelnd. Wenn Sie sagen, dass was nicht stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Hm. Wo bist du jetzt? Okay, du verpisst dich wieder irgendwo hin, keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier hoch und hoffe einfach mal, dass hier niemand ist. Also, Bella ist ein Freund des Herzogs. Sie und ihr Mann bekamen einen mechanischen Soldaten Monate vor allen anderen. Sie gaben eine Feier und wir packten ihn aus. Heute würde ich vielleicht auch zu so etwas eingeladen. Oh shit. Wichtig ist immer, wen man so kennt. Oh shit. Okay, erstmal die Typen hier oben ausschalten, oder? Nach dem Vorfall wollten sie ja, dass er verschwindet. Okay, du kommst her, das ist nicht so geil. Ich glaube, hier wäre jetzt gleich übrigens. Geh mal weg. Die arme Bella sagte, die Veranda hätte wie ein Wahlschlachthaus in Dunwall ausgesehen. Oh, Moment, vielleicht ist es besser, mich von der anderen Seite hier... Oh. Die ist gerade direkt neben mir, glaube ich. Verdammt, ich muss pinkeln. Kann wirklich nichts für sie tun. Oh shit. Moment. Was Sie auch brauchen, ich hab's nicht. Ich soll jemandem trauen, der sein Gesicht verbirgt? Ah, Moment, ihr seid cool. Ich hab sie gewarnt. Ich rufe jetzt Hilfe. Was? Was? Alter! What the fuck? Die sagt. Ich traue niemandem, der ein Gesicht verbirgt. Die redet ganz normal mit mir und dann auf einmal. Okay. Gut, ja. Dann probieren wir das jetzt wie folgt. Und zwar... Aber nachdem er das Diebestaun ihre Belga getötet hatte, schlachtete er Bellas Gärtner ab. Die arme Bella sagte, die Veranda hätte wie ein Wahlschlachthaus in Dunwall ausgesehen. Wie eklig. Okay, was machst du jetzt? Hey! Sind aber noch welche. Sind nicht nur die beiden. Alles in Ordnung? Hey, stimmt was nicht? So verstehen Sie doch.
Ich kann rein gar nichts für sie tun. Was ist los? Gehen Sie weg. Hast du was gesehen? Was, was ist hier los? Nein! Was ist denn Ende! Los? Ende! 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 Hat das funktioniert? Okay. Was? Alter, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? What the fuck? Wo seid ihr denn gerade bitte schön hergekommen? Okay, vielleicht, vielleicht sollte ich doch unten eher mal den Platz. Okay, ich finde das gerade irgendwie ein bisschen beschissen, dass hier überall Leute sind. Also sie sind ja wirklich... Hallo? Ja. Und dann das. Oh Gott, ich weiß nicht warum, aber das Spiel macht mich aggressiver als der erste Teil, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind manche Dinge doch ziemlich beschissen in diesem Teil. Zum Beispiel, dass die Relings überall so dünn sind. Im ersten Teil waren die wirklich fette Relings, wo du nicht so schnell runterfallen konntest, selbst wenn du es wolltest, also du musst es wirklich wollen. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Macht nichts. Wir schalten euch... Oh doch, wir schalten euch beide aus. Weißt du, was passiert ist? Gerade so. Ich muss gut aufpassen. Okay. Das bin ich. Ganz ruhig. Hose ohne Beine. Das bin ich. Nichts. Schlimmer als nichts. Bitte, hier ist kein anderer mehr, 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 hier ist kein anderer mehr. Hier ist zumindest gerade kein anderer mehr. Okay. Erstmal euch hier wegschaffen, weil ihr seid gerade so mitten auf dem Präsentierteller, finde ich nicht cool. Gut. Wache, bewusstlos, mitnehmen. Wobei, hier ist, seid ihr auch relativ safe, hoffe ich. Gut, wo ist jetzt hier eine Rune oder ein Knochenartefakt? Da drinnen und da drinnen jeweils. Ich weiß nicht, wo da wahrscheinlich da in dem Laden drinnen. Da ist das Haus, da ist die Lichtwand. Da ist Jindoshs Anwesen. Okay. Okay, gut. Hier ist sonst nichts. Finde ich nice. Da geht das drüber. Okay, interessant. Ah, hier ist hier Stuff? Nö. Das ist doch hier drinnen. Oh. Gut, ich glaube irgendwie, hier wäre jetzt ein Brandbolzen besser als eine andere Alternative, sagen wir mal. Gut. Alles klar. Damit kann ich leben. Was ist das hier? Achso, Fenster öffnen. Ja, machen wir hier mal auf. Oh, verderbtes Knochenartefakt. Sehr schön. Was ist es denn? Harte Knochen. Das wird wahrscheinlich irgendwas für Kämpfe sein, oder? Harte Knochen. Achso, unten sind die... Bewegungsgeschwindigkeit verringert sich und wir erleiden weniger Schaden. Ja, das ist was für Kämpfer. Für Haudraufkämpfer, für richtige Tanks. Oh, was ist das? Was war das gerade für ein Gemälde? Jindosh irgendwas. Das war der Jindosh-Typ. Und ich habe aber nicht gelesen, was das war. Kann ich das sehen vielleicht hier irgendwo in Wissen und Karten? Hm, Audiografen, Wissen, Karten, nee. Reiseprotokolle, Kräfte, Missionen. Nee, das wird hier nirgendwo verzeichnet sein. Keine Ahnung, ihr könnt ja zurückgehen und pausieren. Und jetzt werden wir die Typen, die uns hier gerade so ein bisschen am Arsch gegangen sind, ausschalten. Das waren die Wachen hier unten, die dann da hochgekommen sind zu denen. Was ich nicht gut finde, hier ist hochprozentiger Alkohol. Oh, hier ist ein Kabelwerkzeug. Nice. Leichter Beutel und ein paar Münzen. Tutorial Kabelwerkzeug. Ich weiß, wie man Kabelwerkzeuge verwendet. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, wie man hier ungesehen durchkommt, aber ich weiß auf jeden Fall, wie man Kabelwerkzeuge verwendet. Springminen, die wir nicht brauchen. Wir haben es da.
Gut, und wo ist jetzt hier die... Die Rune ist oben wahrscheinlich irgendwie als ein geheiligtes... Oder geheiligtes, aber halt irgendwie ein besonderer Besitz von den Typen. Okay, hier... Das wird wahrscheinlich in dem Raum sein. Das heißt, wir sollten hier alle ausschalten und dann die Tür platt machen. Also vor allen Dingen die Tür platt machen. Auf nimmer Wiedersehen. Verschwind! So. So. Und, also, das hat gerade genau jetzt aufgehört. Gut, alles klar. Dann plündern wir hier erstmal, was das Zeug hält. Oh, Betäubungsbolzen, den kriegen wir zurück. Das finde ich gut. Ja, wir haben die Gott sei Dank alles nur bewusstlos gemacht. Finde ich auch gut. Mechanische Soldaten versteigert. Auf einer von Kirin Jindusch abgehaltenen Auktion versteigerte der Großerfinder zwei seiner neuesten Apparate. Von je... an wen? Ist das interessant? Von... Vor dieser Auktion genossen nur Personen wie Herzog Luca Bele und in letzter Zeit auch unsere neue Kaiserin einen derartigen Schutz. Ja, okay. Also, gut, interessant. Aber hier steht nicht, wem jetzt noch dieser Schutz zuteil wird. Ah, hier ist Stuff drin. Finde ich gut. Wenn auch nur Essen. Oh, Historiker Douglas Howicks, die Herzogin in Grün. Wer das lesen möchte, ist sicher eine schöne Geschichte. Gut, und hier können wir jetzt aufmachen. Genau. Alles klar. Würde ich sagen, nehmen wir uns hier die Rune. So. Eine weitere Rune. Und können wir dadurch irgendwas machen? Ist das ein Gemälde? Nee. Gut. Wir können 4 Leute zusammenschließen. Ich glaube, das ist gar nicht so dämlich. Und wir können Objekte an uns ranziehen. Auch Gegner, um sie leise auszuschalten. Fange sie oder... Ziehe Objekte. Du bist Leichen oder bewusstlose Körper. Okay, ja gut. Und das, was nicht lautlos ist. Ja gut, das ist ein bisschen blöd. Nee. Dann würde ich sagen, verbessern wir unser Domino, weil alles andere ist nicht so super. Wobei doch hier. Was ist das hier? Katzenfall. Du erleidest weniger Schaden. Schnelleres Sprinten. Sprinten brauche ich eigentlich selten. Ja, nehmen wir, würde ich sagen, 4 Leute Domino, dann haben wir das verbessert. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eine relativ nutzlose Fähigkeit, aber inzwischen liebe ich es. Gerade für solche Sachen wie hier gerade kann man sich urviele Betäubungsbolzen ersparen. Finde ich nice. So. Wir sind immer übrigens noch in Mission 4 und wahrscheinlich noch nicht gerade mal über der Hälfte. Also ihr seht schon, wie heftig das hier wird in Bezug auf, wie wir... Ging es hier irgendwo noch hoch? Nee, ich glaube nicht. Wie heftig das ist. Moment, können wir... ich wollte gerade in das Gebäude noch rein, aber da können wir scheinbar nicht rein. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Wie heftig das wird von der Länge her noch. Also, dass ich dreimal die Woche 2 Folgen am Tag bringe, also insgesamt 1 Stunde Dishonored an manchen Tagen, wird sich noch auszahlen. Soweit ich mich da, zumindest soweit es meine Spielweise betrifft, die teilweise ein bisschen verplant ist. Die vianische Birne, den essen wir noch alles weg. Und Türcodes, ja, die Türcodes, das haben wir hier schon. Oder? Ja, ja, gut. Wir wissen, was der Türcode ist. Von daher, Missionshinweise, Torkombination lautet 175. 1. Logo, 1. Hey, jetzt habe ich das richtig gehabt. So, jetzt nur noch hier die 7. 75. Nice, okay. Ist hier ein Mana-Trank gewesen gerade? Nee. Mach nicht so einen Krach, bitte. Okay, wir steigen ein und verpissen uns. Gut. Ja, zum Maschinenhaus. Oh, wir könnten rein theoretisch in den unteren Aventer-Bezirk auch nochmal rein. Aber da hatten wir schon alles. Nee, ich würde sagen, wir gehen zum Maschinenhaus. Ja.
Und das wird jetzt ein Spaß, gegen die ganzen beschissenen Maschinensoldaten anzukämpfen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Erstmal schauen. Hier gibt es keine Runen und sowas. Ich sehe Korruption. Sie zwinkert dir zu. Verspricht Reichtum und Macht. Diese Versuchung. Interessant. Aber keine Runen finde ich gut. Oder zumindest okay. Schauen wir noch, ob wir... was es denn hier drüben so gibt, weil das wird wahrscheinlich nicht so ganz umsonst sein, dass man... Ho! Hä? Ist das doch keine Möglichkeit? Letzter Kontrollpunkt, ja, na klar. Ist das doch keine Möglichkeit, dass wir da hinkommen? Hä? Okay. Gut, wenn keine Krone, kein Knochenartefakt, warum soll man dann da hin? Ich dachte, vielleicht gibt's Münzen oder... vielleicht ein Gemälde, aber... Probieren wir es einmal noch. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann... Schau mal, ist eine unsichtbare Wand. Ist es nicht, okay. Das heißt, hier kommen wir hin. Da allerdings nicht. Gut, aber ist hier irgendwas? Hier gibt es, wie gesagt, keine Runen und so. Also entweder... Ne, hier ist, glaube ich, vollkommen unnötig. Wir können hier nur her, weil wir halt her können. Oh, ein Vogel. Der seltsam fliegt. Keine Ahnung. Okay, das heißt, hier ist vollkommen unnötig, dass wir her können. Interessant. Oh, ich wollte nicht in den Abgrund darunter. Was ich jetzt aber fast gemacht hätte. Sehr gut, dann betreten wir jetzt das Maschinenhaus. Gut. Endlich, ja. 18 Minuten, der Part heißt wahrscheinlich das Maschinenhaus und... Moment, erstmal schauen, ob hier jemand ist. Hier ist noch kein... Dieses Anwesen ist eigenartig schön. Vielleicht finde ich einen Weg, das hier ohne Kirin Jendoshs Tod zu beenden. Ja, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Ich möchte nämlich in diesem Spiel, wie gesagt, möglichst keinen töten. Vor allen Dingen die Hauptziele nicht. Jetzt ist die Frage, ich glaube, hier gibt es nur diesen einen Eingang, oder? Weil ich bin mir relativ sicher, dass wir da oben nicht hinkommen. Aber gut, vielleicht gibt es im Anwesen dann noch... Er betritt das Maschinenhaus, okay. Vielleicht gibt es drinnen noch ein paar Runen und so. Schauen wir mal. Das Maschinenhaus, ja. Der Part heißt das Maschinenhaus, obwohl wir den Großteil des Parts schon nicht im Maschinenhaus verbracht haben. Aber das macht ja nichts, hoffe ich euch. Ich hoffe zumindest, dass es euch nichts macht. Macht, genau. Gut. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird ihm... Ja, gut, das wissen wir schon, dass der Anton Sokolov unsere... Ist unsere Priorität? Ich glaube, unsere Priorität ist eher, Jindosh zu eliminieren. Wobei, ich glaube, wir müssen beides tun. Also, ich muss Jindosh eliminieren und Anton Sokolov finden. Wir sind hier in neutralem Gebiet. Zum Labor. Wir sind hier in neutralem Gebiet. Ich kann das irgendwie nicht ganz glauben. Aber gut, schauen wir mal. Wir brauchen hier nichts. Aber hören wir uns hier mal den Audiographen an. Willkommen in meinem Haus, Fremder. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur wenige wieder heraus. Okay, das heißt, prinzipiell darf man hier schon herum, solange man sich in den bestimmten Bereichen bewegt,
die für den Yindosh hier scheinbar okay sind. Mechanische Strömung. Achso, hier wird die Versteigerung, genau. Gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sobald wir hier reinkommen, das Gebiet feindlich wird. Was ist hier? Positionshebel. Oh, ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, was damit gemeint ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Bisschen Kohle. Gut, schauen wir mal. Ja, immer. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte schauen. Hier gibt es ein schwarzes Knochenartefakt. Ah, hier gibt es noch mehr. Nee, hier gibt es drei Knochenartefakte. Ah, und eine Rune. Interessant. Eines ist relativ in der Nähe. Aber ich weiß schon jetzt, dass Nähe hier nicht unbedingt großartig was machen wird. Ja, weil wir können das hier machen. Und wenn ich mich nicht vollkommen irre, wird das jetzt was ziemlich Geiles werden. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh, aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die rasiermesserscharfen Klingen. Wahlbildtanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay. Okay, da sollen wir scheinbar nicht rein. Ich möchte dadurch unbedingt dort rein. Aber ich finde das hier besonders geil. Ja? Fremder? Ja, ich gehe schon. Sie sind fast am Ziel. Kommen Sie in die Galerie, damit ich Sie sehen kann. Ich folge den Anweisungen von dem erstmal. Beziehungsweise, was ich erstmal mache, ist, ich werde hier einen gesonderten Speicherstand machen. So, speichern. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Sie sind umgeben von den Einzelteilen meiner größten Erfindung. Die Mechaniker sind sie ja. Faszinierend. Hallo? Jetzt, wo ich sie sehe, weiß ich, wer sie sind. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben sie auf der Straße gelernt. Und sie haben die Augen ihres Vaters, eure kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Beeindruckend, Jindosh. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin. Ist Ihr Geheimnis bei mir sicher? Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin. Mechanische! In meinem Haus ist ein Eindringling! Oh shit. Temperatur wieder normal. Wache auf. Allgemeiner Ortungsmodus. Die Maschine stellt hier keine weiteren Probleme fest. Oh shit. Okay, immerhin können wir die durch unsere Sicht sehen. Das Problem ist, die sieht uns halt auch von hinten.
Jetzt ist die Sache. Wo ist der andere Typ? Der andere mechanische Soldat. Finde ich gerade nicht so geil. Die Maschine läuft gerade langsam. Oh, nein. Rückansicht aktiviert. Probieren wir mal ein bisschen was. Etwas hat das Ortungsraster überlastet. Schauen wir mal, wie man da überhaupt was machen kann. Weil ich habe keine Ahnung, wie man die ausschalten kann. Ich bin mir relativ sicher, dass ein Betäubungsbolzen nicht funktionieren wird. Okay, no. Holy shit, die machen mich ja vollkommen fertig. Okay. Ja. Ich glaube, so wird das nichts. Schauen wir mal, wie wir besiegen können. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Vielleicht werde ich hier auch ein beziehungsweise ich werde jetzt noch hier einmal schauen, weil... Probieren wir es einfach mal. Nope. Oh mein, Schaltkreis. Schaltkreis. Oh, was für eine Show. Sie haben meine Männer mechanischen Soldaten zerstört, wie ich höre. Überraschend, in Anbetracht ihrer behüteten Jugend. Okay. Das heißt, wir haben jetzt unseren eigenen Soldaten, oder was? Oder? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall einen zerstört. Oh, Narkomine. Achso, wir haben schon davon genug. Interessant, das heißt, wir haben den umprogrammiert. Meine Lichtwand. Die ursprüngliche Version von Sokolov war effektiv, aber stillos. Diese hier habe ich perfektioniert. Ja, okay, das glaube ich dir. Man kann das Kabel nicht zerschneiden, wollte es einfach mal probieren und ich kann das sicher auch nicht durch, deswegen muss ich einen anderen Weg finden. Aber gut zu wissen, dass man die, wenn sie zu zweit sind, gut ausschalten kann. Zum Vorführraum, okay. Ich würde da unten doch noch mal ganz gerne hin. Jetzt ist die Frage... Gut, das wird da sein, wo Jindosh am Ende uns wahrscheinlich konfrontieren wird. Die anderen Dinge allerdings habe ich keine Ahnung. Gut, ich würde aber sagen, zum Vorführraum weiter hier in Jindoshs Haus, was ich gerade sehr geil finde. Wir werden hier übrigens nicht ohne Kämpfe durchkommen, aber immerhin töten wir keine Menschen, weil das sind Soldaten, also mechanische Soldaten, die nicht leben. Also wir töten keine Personen. Von daher bin ich da ganz... Außerdem, ich glaube, man kann denen gar nicht ausweichen. Immerhin haben wir jetzt einen für uns programmiert und mit dieser positiven Hinsicht, dass wir das auch weiter so schaffen werden. Zwei mechanische auf einmal scheinen ihnen nicht gewachsen. Dieser Tag wird immer interessanter. Irgendwie bin ich lebend rausgekommen. Okay. Ist hier noch diese zweite Tafel oder... Ah, hier. Hallo? Hier. Nee, okay, die kann ich jetzt nicht nehmen. Keine Ahnung, warum nicht. Aber macht nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kirin Jindosh, der da oben uns wie gerade so... Es kommt mir gerade so ein bisschen vor wie Portal. Und Jindosh ist GLaDOS. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dishonored 2, wenn wir weiter ins Maschinenhaus vordringen und vielleicht etwas finden, womit wir Kirin Jindosh ein bisschen weniger töten und ein bisschen mehr aussätzig machen können vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.